Hey und herzlich willkommen zurück. Ich habe die Zeit jetzt nochmal genutzt, seit dem Cut und habe geguckt, wie das funktioniert. Denn, guck mal hier, wir haben hier Munition drin und die verballere ich mal gerade eben. So, und jetzt steht hier No Ammo. So, das will ich euch nämlich kurz nochmal zeigen. So, dann gehen wir. Und jetzt können wir das reloaden, indem wir hier nochmal Black Slash drücken. Zack, sind da 20 drin. Zack. Geladen. Gut. Ja, ich habe angefangen, weiter den Raum auszuhöhlen. Darum hauen wir die hier auch nochmal kurz rein. Und ja, ich möchte jetzt, bevor wir alles andere machen, möchte ich heute diesen Destruction Rant machen. Dafür brauchen wir Magical Wood aus dem Bücherregal. Sollten wir hinbekommen. Und zwar, indem wir hier einfach einmal drauf drücken. Plus 4 XP. Okay, wartet mal. Ein Bücherregal haben wir noch, also Gold. Okay, ich kann das hier gar nicht craften. Dann gehen wir mal kurz hoch, da habe ich noch normale Workbenches stehen. So. Geht das hier mit einer normalen? Yep. So, Magical Wood. Gut, ich brauche allerdings noch einen. Sorry. Sugarcanes. Nehmen wir mal ein Stack mit und Leder auch ein Stack. Klar, wir brauchen nicht ein Stack Leder, aber der Rest wird direkt in die Bücherregale einsortiert, den ich hier jetzt nicht brauche. Das bedeutet, hier machen wir mal 63 draus, hier 21, 21 Bücher. Hier das müsste ich mal gerade eben zu Holz machen. So, so und so. Hier noch ein Magical Wood. Und Distraction Vent. Oh fuck. Dich töte ich jetzt. Easy, meine WSS toppt alles. So. Seht ihr doch tatsächlich die ersten Bücher drin. Und jetzt gehe ich nämlich mal hoch, weil wir das Ding hier natürlich mal austesten wollen. Und zwar hier. So, okay. Ich finde das echt geil. So. Wenn man das jetzt noch verzaubern könnte, das gucke ich tatsächlich nochmal. Hier nochmal runter. Hier rein. Nee, kann man gar nicht. Gut, kann man
das hier verzaubern. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen. Yes, geil. Ich kann das Schwert auch nochmal so verzaubern. Okay, gut. Meine Probleme sind gelöst. Und ja. Wir wollten uns ja eigentlich... Ja, wir hatten uns jetzt darum gekümmert und wir wollten uns um unsere Rüstung kümmern. Um diese Rüstung weiterzumachen, brauche ich Double Layer Capital. Die sollte ich auch noch hinbekommen. Double Layer Capital. Und zwar, zack, genau. Hier, ja, genau, dafür brauche ich nämlich Gold Nuggets. Okay, so viel dazu. So, ganz, ganz viele, weil das sind auch noch Upgrades für hier die Dingens. Unsere kleinen schönen Öfen. Wow, ein Stack und 15. Gut. Und zack. Die packen wir hier mal rein. Und 4. Das heißt, unser Schwert, Spitzhacke, okay, uns fehlt genau einer. Was fehlt uns dafür? Dieses, Rye Alloy. Nee, gar nicht. Obwohl. Rye Rebrand Alloy. Alloy Smelter. Energetic Alloy. Und zwar. Moment mal, hatte ich dafür nicht eine Karte? Nee, hatte ich tatsächlich noch nicht. Dann machen wir mal eine. Energistic. Energetic. Alloy. Redstone Gold Glowstone. So. Red. Ups. Redstone. Glowstone. So. So. Nochmal ein Red. Upsala. Nochmal ein Redstone. Und, Gold. Und so. Jetzt brauche ich hier meinen kleinen Alloy Smelter. Hier den. Oh, fuck, nee, brauche ich gar nicht. Upsala. Ich habe ja noch voll viel. So, so, so und so. Allerdings mache ich hier trotzdem mal ein Pattern von. So, hier in dieses Interface Terminal können wir das reinpacken. Hier Alloy Smelter. Gut, hier kann ich auch nochmal Fackeln hinhängen. Und jetzt brauche ich hier trotzdem noch einen davon. Machen wir mal direkt so viele, wie ich kann. 25, okay. Das heißt, ich gehe jetzt noch mal kurz hoch mit meinen ganzen Leveln und mach das hier mal. So, was kann die denn jetzt? Die hat jetzt 2 oder 50. Okay, Moment mal. Octadic. Was ist das denn? Octadic Capital. Yo. Gut. Also. Dann das hier natürlich hier auch nochmal drauf. Und jetzt muss ich meine Rüstung ausziehen. Dafür schmeißen wir mal hier den Bogen raus.
Alter, ich habe gerade meine gesamten Level aufgebraucht. Oh Mist. Okay, keine Panik auf der Titanic. Ich gehe einfach ganz kurz hoch und rasiere da durch. Oh, okay. Ich rasiere dort nicht dadurch. Ich rasiere lieber hier durch. Moment mal, ich habe hier noch mein anderes Schwert. Benutzen wir das hier doch einfach mal. Ah, fuck. Ich weiß jetzt auch, woran es liegt, dass ich hier nicht so rasiert habe. Ich ziehe doch mal gerade eben, auch wenn sie nicht gepowert ist, meine Schuhe an. Meine Rüstung an, natürlich. Damit ich. So, ihr Kleinen. So, was wollt ihr, ne? Okay, gut. Hier nochmal aufmachen. Zack. Komm schon, ich brauche nur 8 Level. Ah! Los, komm, stirbt. Ja, 8. Kommt, den einen machen wir aber auch noch. Ich mache keine halben Sachen. Gut, in Ordnung. Okay, da ist ein Baby-Zombie. So. Gut. E. Schuhe aus. Das und hier nochmal. So. Und jetzt kann ich hier meine Rüstung zumindest schon mal reinlegen. Und hier fange ich an, die Dinger hier rein zu. So, der kann jetzt 300 RF lagern. Und der wird schneller. Der macht innerhalb von generiert 40 RF statt 20 RF. Eigentlich dumm, die jetzt alle reiten zu tun. Obwohl, nee, komm, kann nicht schaden. 250, 250, 250, 250. Das rein, das rein. Okay. Shit. Und ich sterbe. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Yep, ich bin tot. Habe ich schon gesagt, dass ich tot bin? Ja, aber ich spawne jetzt hier in meinem Bett. Hier kommt demnächst, hoffe ich, in ein paar Folgen eine Frau rein. Wenn ich mal wieder eine habe, da meine ja gestorben ist. Auch wegen so einem Scheißklett. So, ich habe mich gerade gerecht für meine Frau. Ah. Lol, ich kann hier einfach alle auf einen Schlag abbauen. Gut, das nehmen wir wieder mit. Und jetzt möchte ich auch noch ein kurz. Ich weiß, wir sind bei 15 Minuten. Ein Rezept-Pattern möchte ich allerdings noch machen. Und zwar von. Hier dran.
hier dran. Und zwar von einer Wo ist es denn? Hä? Nee, gar nicht. Das hieß Rybrand. Hier von dem Rybrand Alloy. Mist, das kann ich noch nicht mal. Weil ich Electric. Okay. Ja, das müssen wir auch noch alles machen. Gut, das kann ich noch gar nicht. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.